Hi und willkommen. Mein Name ist Leroy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ein neuer DLC-Charakter ist rausgekommen, das heißt, ich muss wieder ein Video machen. Ja, ich muss. Und ja, interessant. Ich fand den DLC-Charakter dieses Mal ehrlich gesagt ziemlich cool. Und ja, wir gehen direkt rein. Und der neueste DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ist Steve von Minecraft. Steve. Und so wie ich das verstanden habe, noch andere Skins. Alex, okay. Steve. Alex. Steve. Alex. Das ist wie Fiona aus Adventure Time. Na, da haben wir noch den Zombie und den Enderman. Gut. Ich nehme natürlich normal Steve. Ich nehme an, Alex ist irgendwie so die weibliche Hauptcharakter, die man wählen kann. Und ja, weiß nicht. Das ist noch nach meiner Zeit. Ich habe Minecraft früher ehrlich gesagt ziemlich gern gespielt und tue ich eigentlich immer noch. Aber weil nicht, früher haben Leute schon gespielt, da war es noch in der Alpha und so. Und ja, hast du überall Let's Plays gesehen und da ist das Spiel richtig irgendwie geboomt, ist populär geworden und also was. Und ja, ich habe mich erst so, weil nicht, 2 oder 3 Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist, Versuch gemacht, das Spiel zu spielen. Fand das am Anfang ziemlich langweilig und habe mir gedacht, oh, die Grafik sieht da voll kacke aus und so. Und dann weiß ich nur noch, dass ich wahrscheinlich so ein halbes Jahr lang jede freie Minute das Spiel gespielt habe und meine Sachen gebaut habe. Also ja, ich finde das Spiel klasse. Also mir macht das bis heute noch Spaß. Und ja, in dem Sinne sage ich, ja, mit Minecraft kenne ich mich aus. Geh mal rein und zock mal einen klassischen Modus. Habe ich noch ein Ticket? Müsste ich eigentlich, ne? Ja. Dann machen wir mal Ticket. Gucken, wie sich Steve so spielt, ne? Was? Ans Ende aller Welten gegen ein Zombie. Ja, natürlich kommen auch neue Lieder und neue ja, einen Moment mal. Okay, wollte schon sagen, ist meine Steuerung irgendwie anders. Nee. Okay, die Werkkisten, die kann man angreifen. Boom. Wenn ich gedrückt hat, macht er einfach mein Schwert kaputt. Kann ich eine Werkkiste 1 holen? Oh, Feuerzeug. Müssen mal wieder reinkommen, das Spiel. Also ja, gut. So, Spezialattacken. Ich kann den Boden kaputt hauen, was? Okay, ich kann Materialien sammeln oder was? Und ich habe mein Card. Okay. Gut, mal gucken. Weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ist auch egal. Das ist ja Sinn von diesen Parts. Ich immer jetzt Charakter zum allerersten Mal spiele und gucke, was hier so abgeht. Ans Ende aller Welten. Wir sind immer noch in Dings. Oh Gott. So, was mache ich hier? Sieht aus, als würde ich irgendwie auf den Boden nur klopfen. Also so macht man normalerweise Sachen kaputt in Minecraft. Die Animationen sind sehr komisch, aber es hat Minecraft, ne? Na, der ist im Minecraft drin gewesen. Und Schnitter. Ne, ne. Oh, TNT. Hat er dagegen gehauen, der Trottel. Was ist das? Wo bin ich? Da bin ich. Die sitzen im Minecart fest. Geil. Wir müssen sofort spiken, wenn er hier weitergeht. Darf nicht das Ding an. Gott, geht kaputt. Ja, doch nicht, wenn ich da stehe, Mann. Gott, nicht gut. Komm her, komm her.
Ich habe auch ein Transportmittel. Hat irgendwie sich nicht aktiviert. Okay. Ja, das ist schon mal geil. Ah, Dreck, ey. Und halt irgendwie nicht in der Luft einsetzen. Jetzt kann ich ihn einsetzen. Oh, da ist mein Grab, okay. Eine Angel. So, gucken wir mal. Abbau, Handwerk, Blöcke erstellen. Bau Werkstoffe aus Stage Up. Fertigen Werkzeuge, platziere sie in der Luft. Platziere in der Luft Blöcke. Aber wie mache ich das? Lore. Lore. Elytren. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts, diese Flügel. Platziere einen TNT-Block. Knopf halten und seitlich steuern, um mit Redstone eine Druckplatte zu bauen. Redstone, das sind sozusagen die Kabel hier in Minecraft, mit denen man irgendwie so Maschinen so verbinden kann. Passiert hängt davon ab, wo du dich bei der Ausrüstung aufhältst. Am Boden, Bau Erde, Holz, Eisen und weiters aus der Stage ab. Oder sind dort öfter besonders hart vor der Werkstatt. Das stärkste Werkzeug, okay, das mit deiner aktuellen Werkstatt. Also ich muss Sachen abbauen. Ich sehe auch, wie sich der Balken irgendwie reduziert, aber verstehe jetzt nicht, wie ich die Werkbank herstelle. So, ah, da kann ich auch anzünden mit Feuer. Verstehe aber immer noch nicht, wie ich was baue. Bei mir geht der Balken darunter, sehe ich, aber er tut automatisch eine Werkbank herstellen. Ah, ich habe eine Eisenschaufel jetzt, eine Diamantschaufel. Das sind die stärksten Waffen in Minecraft, die stärksten Materialien, die besten. Ja, okay, ich würde natürlich voll kacke spielen, sieht man ja. Ans Ende aller Welten, ich bin irgendwie nur in meiner Welt. So, an der Bergbank, da kann ich dann gedrückt halten, das sehe ich. Aber kann ich diese Loren auch nur herstellen, wenn ich Materialien habe, oder was ist das? Geh mal rein. Na. Zum Beispiel Diamanten gerade hergestellt. Was so? Verstehst noch nicht so komplett, aber was hat? In die Fresse. Verstehe noch nicht so genau, wann diese Werkbank auftauchen, wenn ich genug Material habe oder so, ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Pit, pit, pit und Robin. Warum? Oh, ich komme mich auch bewegen. Macht Sinn. Da taucht diese Werkbank immer bei mir irgendwie auf. Automatisch. Ich glaube, die taucht immer automatisch auf, ne? Du Idiot! Das. Ah, mein Gesicht ist in der Plattform drin. Aha. So, okay, genug rumgealbert. Ich glaube, die Werkbank taucht immer neben. Ja, die taucht immer neben mir auf, anscheinend. Okay, wenn ich nach unten drücke, habe ich mal irgendwie verschiedene Feuersachen. Feuerangriffe. Bist euch. Das kann man sich ja richtig geil von der Level einfach retten. Einfach eine Plattform bauen, ne?
hier echt jede freie Sekunde irgendwie her. Ich glaube, das Ding geht auch kaputt, ne? Sieht schon so ein bisschen komponiert aus. Weg. Weg. Ah. Hi. Ich wollte mal angreifen, bitte. Mach mal kurz den Diamantschwert. Boom. Dann mache ich bestimmt übel Schaden. Ich saß einfach da. Oh, ich esse was. Hm, Fleisch. Okay. Mal, es mies, dass ich verreckt bin einmal. Hey, ein Enderman. Schaut ihn nicht direkt an. Oh, da ist ein Dings aufgetaucht, ne? Ah, die kommen mit ihren eigenen Dings, alles klar. So, Diamant, okay, da ich da jetzt ein Diamant ist, nehme ich jetzt mal an, wenn ich jetzt meine, ne? Okay. Was ist das? Kann ich die ihre Werkbänke abbauen irgendwie? Nicht irgendwie, weiß ich nicht. Mehr Materialien ab. Was ist das? Steve. Okay, macht schon Spaß. Okay, 8.1, das geht doch noch. Ich brauche ein paar Sachen hier, ne? Ja, einfach gar keine Animation an. So wie im Original. Ah, das Ding taucht auch neben mir auf. Cool. Okay, Springgefecht. Oh Gott. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Okay. Ich glaube, viele glauben irgendwie, Steve ist eigentlich nur hier in dem Spiel wegen den Memes, aber halt nicht. Ich habe mich gefreut. Ich meine, warum nicht? Minecraft, eine sehr beliebte Spielserie, ne? Kann man noch machen. Ich gehe einfach so nach. Sehr cool. Okay. Oh, wir kämpfen gar nicht gegen Ridley und zwei Endermänner. Ich nehme an, Ridley soll den Enderdrachen ja darstellen, ne? Der finale Boss in Minecraft. Ja, es gibt einen finalen Boss in Minecraft. Ups. Hüppala. Nöp. Noch wenig so fertig, ey. Der hat noch so viel AP, ne? So. Ich brauche Diamant. So, komm her. Jetzt gebe ich dir. Das mache ich bestimmt voll Schaden. Na. Was ist das? Nein, meine Lore, du. Komm her. Nein, weiter. Weil der hat so null an Reichweite. Du musst echt ganz nah an denen dran sein, ey.
Aber ja, ich kriege noch, glaube ich. Ich spreche sowieso noch einmal, pass auf. Komm her. Ja, zu weit weg, ne? Boom. Yay, gewonnen. Oh, mein Schwert ist, glaube ich, kaputt gegangen im letzten Moment. Ja, für einen klassischen Modus irgendwie. Oh, 9.1. Keine Ahnung, bis zum Rand der Welt oder irgendwie so. Ja, hieß, haben wir irgendwie nur in der Minecraft-Welt gespielt. Warum nicht? Okay, cool. Wir haben einen klassischen Modus abgeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt die. Na, wie heißt das? Geistertafel, DLC Geistertafel, ne? Was das Lied, was im Hintergrund läuft. Eigentlich so musikalisches Minecraft sowieso nicht so ein Meisterwerk. Ich meine, das ist ein Überlebensspiel, da ist hier diese klassischen friedliche Lieder und so. Ich glaube, das Spiel hat noch nicht mal irgendwie ein Titelbildschirmlied, wenn man das Spiel anschmeißt, oder? Bin mir gar nicht so sicher. Schon lange her, seit ich Minecraft gespielt habe, hat sich wahrscheinlich schon wieder was geändert. Schon ein paar Jahrzehnte her, glaube ich. Da ich ja letztes Mal so eine Weile lang gespielt habe. Obwohl, hin und wieder habe ich das schon mal so angespissen, glaube ich, wieder. Haben wir so eine riesige, schöne Burg gebaut. Also meine erste Welt habe ich noch irgendwie. Es fing alles mit einem kleinen Strandhaus an. Dann habe ich so ein paar Meter entfernt so ein riesengroßes Schloss gebaut. Dann vor diesem Schloss habe ich so ein kleines Dörfchen gebaut. Dann noch sehr viel weiter entfernt irgendwie. Das Schloss darf irgendwie, weil nicht so 100 mal 100 oder so groß. Da kann schon lange gedauert, das fertigzustellen. Weil für mich muss es groß sein. Ich kann nicht so gut bauen in dem Spiel. Bei mir sieht alles voll lahm aus. Einige können da viel besser bauen in Minecraft, aber bei mir muss es halt groß sein. Ich kompensiere da halt, okay. Und ja, weil ich dann habe ich irgendwie ganz weit entfernt irgendwie so ein, auf so einen großen Hügel so einen Turm gebaut. Und ja, den Turm habe ich dann mit einer, wie nennt man das, so eine riesige Schiene verbunden. Das heißt, ich kann von meinem Schloss irgendwie bis zum meinen Turm hin düsen in der Luft. Also so eine riesige Seilbahn, sag ich mal. Also eine Seilbahn, boah, keine Ahnung, so Bahn in der Luft halt, was weiß ich. Und ja, und dann habe ich irgendwann mal so angefangen, so ein paar Häuser noch vor dem Turm aufzubauen. Und dann war, glaube ich, das letzte, nee, eine Farm habe ich auch noch gebaut. Ja, und genauso wird das auch irgendwann in Ark aussehen mit mir und dem Vegas. Jetzt haben wir nur so ein blödes Strandhaus, von dem wenn ich so einen Schreck kriegst, wenn er nur siehst, weil er voll kacke aussieht. Aber irgendwann bauen wir auch so was alles, ne? Pass auf. Glaube ich. Ich hoffe es. Und was wir bis jetzt erst geleistet haben, das ist echt traurig. Steve. Bodo und Udo. Die kenne ich sogar jetzt, weil ich Animal Crossing spiele. Mehr oder weniger. Okay. Aber wir klopfen da oben die ganze Zeit. Okay, gut, dann gehen wir jetzt zu der Minecraft Dingenskirchen. Ich habe schon wieder vergessen, Geistertafel. So, Minecraft. Was haben wir hier? Müsste ich eigentlich alles hier kennen. Wir haben ja einen Zombie. Und ich spiele natürlich als Steve. Die Geister, die stehen noch alle, die haben mich noch nicht enttäuscht bisher. Steve. Hello. My name is Steve. Okay. Ja. Ja, die 1-2 Sterne Dinger hier sind natürlich wahrscheinlich voll easy, wie immer. Aber was danach kommt, das wird knifflig, ne? Pass auf. So. Ich baue jetzt dieses Eisen ja ab. Also die laufen sogar so langsam, so wie in. Kann ich die so abbauen? Ich
glaube, ich kann die abbauen. Geil. Gehört zur Musik irgendwie. Dieses Ohrenticken irgendwie. Ich dachte mal, ist, wenn ich so TNT platziere. Weil TNT, diese TNT-Dinger, die haben eigentlich gar keinen. Boah. Die haben eigentlich gar keinen Timer. Du angelst mich. Ich angel dich. So. Ja, außer in Persönung gerade wegfliegt, ey. Okay, Zombie. Ein typischer Gegner, der auftaucht nachts. Da haben wir einen Creeper. Die Dinger, die einen irgendwie alles in die Luft jagen, wenn die da zu nahe kommen. Okay, die Musik sagt mir jetzt gar nichts. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Oh Gott, ich sehe gerade hier. Oh Gott. So, kann ich auch hier. Genau, einen auf Kamikaze machen. Boom. Bestart. Ich habe euch den Final Smash gesehen. Wisst ihr? Hallo. Was ist das? Aber. Okay, cool. So, haben wir den erledigt. So, Skelett. Auch Gegner, die nachts auftauchen. Eigentlich doch alle Gegner so nachts auf. So, jetzt wo ich darüber nachdenke, das ist immer so geil, wenn man irgendwie noch nichts gebaut hat. Die erste Nacht, ich brauche mich mal die erste Nacht einfach in so ein Dings ein irgendwie. Oh Gott, okay, ich baue mich einfach nur da. Ah, wenn die Lore kaputt geht, dann sieht man irgendwie das Icon davon bei Leitern. Ja, ich heile mich automatisch. Okay, wollte schon sagen, letztens hatte ich auch so wenig Schaden. Gegner Sudden Ultra Smash, ja, hätte ich gerne. Ah, mein Hintern. Warte, ja. Nein. Aua, meine Brust. Nein, aua. Warum kann ich keinen Amboss bauen? Ey? Kann ich einige Sachen echt nicht bauen, weil ich kein Dings habe? Keine Materialien? Hm. So, Skelett. Oder Ahmed, wie ein YouTuber die immer genannt hat. So, ein Schleim. Ja, geht schon. Schleim, Minecraft. Ja, okay, wegen Dragon Quest, oder? Sonst da gibt es auch Schleime. Oh, Minecraft würde ich auch mal gern zocken und auf den Kanal packen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist auch lustig. Und es wird ja auch nicht langweilig, ne? Weil gab mal eine Zeit, da haben Leute nur Minecraft auf YouTube gespielt irgendwie. Dann eine Weile lang war irgendwie Pause und niemand hat das Spiel mehr gespielt und alle haben sich irgendwie lustig über die Leute gemacht, die noch Minecraft gespielt haben, weil keine Ahnung. Irgendwie was mit weiß nicht, ob ich dieses Thema hier bringen kann oder so, aber keine Ahnung, irgendwie Minecraft YouTuber haben irgendwie einen schlechten Ruf irgendwie, weil deren Haupt Zuschauergruppe besteht aus Kindern und ja, deswegen hat man irgendwie Minecraft YouTuber man irgendwie einige Sachen vorgeworfen und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. So,
Das ist ein bisschen so wie von Animal Crossing. Die Ultra Smash, ich baue was für dich und dann jagt statt in die Luft. Also worauf ich hinaus will, irgendwie, man hat einigen YouTubern irgendwie so Sachen vorgeworfen, weil die Minecraft gespielt haben, also Minecraft YouTubern. Oder mehr so was für, weil viele Kinder sich irgendwie Minecraft Let's Plays angeschaut haben. Und ja, mehr sage ich jetzt auch nichts dazu. Ein Endermann, nee, erstmal den Gast. Die komischen Geisterdinger irgendwie, die im Nether auftauchen. Voll gruselig sich anhören. Aua, warum brennt der Boden? So. Nur kreie ich mich die ganze Zeit. Ah, ich habe einen Block da einge. Ach so, kann ich gar keine bauen oder was? Ich gehe mal darüber. Okay, ich scheine doch irgendwie. Nee, ich habe immer so eine Anzahl an Blöcke. Die gehen auch, wenn man da drauf geht. Ja, wäre auch irgendwie geil. Dann könnte sich irgendwie, weil ich die ganze Zeit in Sicherheit bringen, einfach so wieder in die Stage zurücklaufen. Aber ist ja richtig geil. Denkst du, hast mich irgendwie rausgekickt? Da komme ich einfach mit so einer Brücke aus Blöcken. Schweini. Sondern die Dingen sein, die Zombie-Schweine. Die haben sich ein bisschen verändert. Die sahen ein bisschen anders aus. Ich meine, irgendwie so grünlich. So, Alex, ich nehme an, das ist irgendwie, weil ich ein weiblicher Skin, den du haben kannst. Das gab es, als ich das Spiel gespielt habe, auch gar nicht. Da gab es nur Männer. Wäre ein bisschen lustig gewesen, wenn ich irgendwie, weiß nicht. Ah, wo ist meine Werkbank? Wenn ich irgendwie, weiß nicht, nach und nach die Stage abbauen konnte. So, jetzt was da dran, komm her. Komm mal her. Was ist das? Ist sogar so hart abgepaltet, wenn die nach oben weggeflogen ist, geil. Mhm. Ich habe ja Diamanten gefunden. Was ist das? Ah. Nein, da wollte ich das nicht hin. Na, du Idiot. Du kleiner Zwerg, komm her. Komm her, Budete. Boom. Jetzt mich. Ich brauche ich hinaus. Ein schönes Haus. Irgendwie gruselig, dass sie irgendwie so ein Dynamithaus parat hat, irgendwie in der Leute einsperren und töten kann oder was. So, mein Schwert ist kaputt. Wer in seine Werkbank hier platziert, stirbt da, verwandelt sich sogar in diese Icons hier, boom, wo man aufheben kann. Alter. Oh, da war sogar zeitlich Böck. Okay, gut. Und dass ich die gerade erledigt habe. Die Gegner kommen ja echt nicht bekannt vor. Sollen diese Schweinzombies sein, die man im Nether trifft? Sehen die jetzt so aus? So, da haben wir einmal Dorfbewohner und Eisengolem. Habe ich nie gebaut, irgendwie. Also nicht. Kann man irgendwie bauen, damit die irgendwie, weil nicht, wenn man Häuser baut und so, dann ziehen dann irgendwann Leute da ein. Wenn man irgendwas Bestimmtes macht und dann kann man sich sein eigenes Dorf bauen. Und dann kann man sich so ein Golem bauen, der beschützt die dann. So wie ich das verstehe. Meine Tennisspieler geht weg.
für mich gerade eingesperrt? Nicht deine, ich wollte schon sagen, ich kann doch schon auch deine Werkbank benutzen, ne? Kann jede Werkbank benutzen, ja. Da kommt der Eisenkohle. Tritt jemand da drauf? Da war doch gerade eine Platte, ich habe es gesehen. Zum Glück heile ich mich, ey. Ah, Hilfe! Warte, bis meine... Warte, bis meine Dings hier voll ist, ey. Nein. Was ist das? Ich hau mich hier wie blöd durch die Gegend, ey. Hühnchen! Ja, hier bin ich sicher. Nein, warum wurde ich ihn getroffen davon? Tschüss. Was ist das? Mein Gott. Gott, die ganzen Werkbänke sind da. Geh weg. Ja. Wo ist das? So. Kann ich mehrere? Ich kann nur einen treffen, oder? So das Gefühl. Wir kommen in meinen Atombunker und nein, der heißt nicht so, weil er einen vor Atombomben schützt, sondern weil da Atombomben drin sind. Was ist das? So. So, ich sperre ihn so einen Zaun ein, wenn ich die grab. Okay. Geht's gut. Okay. Wat? Ich glaube nicht, dass ich gerade. Ich habe ein Holzschwert gebraucht. Ja, super. Braucht denn ein Holzschwert, ey? Normalerweise geht man von erst, aber man baut es irgendwie bei eine Spitzhacke. Man tut die Fäuste einfach mit den Bäumen kaputt hauen. Da kriegt man Holz her, dann geht man in der Regel irgendwo hin, holt sich Steine und kann mal einer von euch hier verrecken. Wir haben noch keinen einzigen von denen erledigt. Ey, das gibt's da nicht. Wie die aushalten. Und dann wechsle ich eben mein Ding, ist mein Geist. Uff. Ich habe genügend hier vorbereitet. Egal, ich habe keinen einzigen von ihnen erledigt bekommen habe. Angriffe sind kaum zu überbrechen, die haben super aus, ja, kein Wunder, warum die alle so knüppelart sind, ey. So, ich baue mir jetzt erstmal was Geiles. Ich wünsche dasselbe könnte ich auch über Arc sagen. So, ich nehme jetzt mal mein Diamantschwert, bevor dieser Typ bekommt. Doch schon ein Goldschwert. Was ist das? Was ist das? Nein, ich habe den verfehlt. Jetzt gehen die auf mich los, oder? Ja. Geil. Aber ich treffe noch die anderen. Okay. Wo bin ich? Da. Boah, ich komme nicht voran. Was ist das? Das gibt's jetzt nicht. Und der suplext mich hier die ganze Zeit in den Boden. So, endlich mal. Nein, geh weg. So, endlich mal einer von denen. Ich habe kein Schwert mehr. Danke. Vor allem auf mit dem Angriff, ey. Oh, treffe ich die? Ja. Pff. Haben wir so eine, wie nennt man das nochmal? Dieses Teil. Und weggeboxt damit. Ja, das sind auch Dorfbewohner. Komm mal her. Jetzt habe ich ein Diamantschwert. Geil. Boom. So, Hühner, greift ihn an. Ich kann einfach so zubauen.
So, mein Gott, war nervig. Okay. So, Enderman. Und ja, der ist eine Anspielung an Slenderman. Für die, die es nicht wussten. Er kann sich teleportieren und wenn man ihn zu lange anguckt, dann rastet der voll aus und kommt, geht auf einen los, ey. Glaube ich. Was mache ich eigentlich? Nein, das will ich nicht. Ich will das hier. Oh Gott, was machen die? Abra. Ah, die teleportieren mich. Habe ich überhaupt den richtigen Geist uns ausgerüstet? Gott, das ist ja überhaupt nicht nervig, ey. Ja, ich bin nicht in der Luft. Ich bin in der Luft. Also könnt mich mal. Trifft mich nicht. Ah! Boah, der ist schon wieder so ein. Was ist das? Und da. So. War kein Schwert, was ich mir da gebaut habe. So. Was ist das? Kommt noch mehr, ehrlich? Oh Gott. Okay, ich habe den getroffen. Das Ding macht aber Schaden wenigstens. Das ist gut. Aber ich glaube, ich treffe nur einen damit. Was ist das? 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 Mach es wie ein Mann und werd zum Stern. Flieg und Sieg. Den Job, den muss ich auch noch mal abchecken. Fällt mir gerade ein. So, was haben wir hier noch? Da ist der Enderdrache. So, ich hätte gerne das voll Heilungsdingen hier. Schaden, nein. Autoheilung, die haben eigentlich alle Heilung. Hat mehr Abwehr. Hier habe ich Samus und Elise. Enderdrache, das ist genau gleiche Setup wie im klassischen Modus gerade. Ich sag für. Ja. Das ist genau das gleiche Setup, sogar mit KP und so. Bleib weg, bleib weg. Unser normaler Angriff ist so lächerlich, ey. So jämmerlich, wollte ich sagen. So. Also ich heile mich automatisch. Ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht. Oh Gott. Oh, danke. Darf ich noch mal an? Oh. Er macht sich so breit, der Typ. Ey. Wie soll ich in den treffen? Sonst kommt er ja. Er hat gelacht. Steve im Lightsuit. Gegen Enderdrache. So. Boom. Nein. Der macht sich einfach so fett, ey. Ich komme nicht an ihn heran. Ich kann ihn nicht hören. Der ist so fett. Und er macht die ganze Zeit meine Dings kaputt, ey. Hör auf. Hi. Er macht sich so fett, ich komme nicht. Ah. Also ich will die ganze Zeit eigentlich nur an dem vorbei, der einfach nur so. Oh, ich bin Ridley, ich bin gigantisch, ich bin genauso groß, wie ich eigentlich sein sollte. Komm her, du. Jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, ich habe Heilschild. Okay. Gar nicht mehr. Also ich dachte, man könnte den Käfig irgendwie. Geht dann schon wieder los.
mich weg von dieser Ecke. Dauerheilung ist ehrlich. Was soll ich denn dagegen machen? Alter. Bist dich. So, einer ist weg. Ich habe ein Holzschwert. Oh mein Gott. Komm her. Wenn ich halt soll ich vielleicht erstmal den anderen kaputt hauen. Ich hau mal dich kaputt. Bist du schon mal weg? Hier, lass Peter deine Freund, meine Freunde vorstellen, ne? Der ist noch am Leben, ich fasse nicht. Ah. Ich baue mal den Käfig ab. Au, oh Gott. Ich glaube, wir tun sie aber nur einmal heilen, oder? Was? Mein Grab war so riesig, ey. Habt ihr den gesehen? Du frisst das. So. Ja, ich heil mich. Was jetzt? Mir einfach wieder. Er ist so kacke, der ist so riesig, der hat so eine gigantische Reichweite. Ich habe nichts an Reichweite. Ich kann mich nur automatisch nach der Zeit heilen, ey. Und wenn ich blocke, aber ja. Da ist mir zu stressig, der Kampf. Mein Gott, Schilmer. Ich habe gesehen, wie du halt angefasst hast. Hey. Okay, was? Was? Der hat diesen einen Angriff gemacht, wo der einen irgendwie am Boden rumschleift. Und ich nehme an, weil der halt so gigantisch ist. Hat er als erster den Boden berührt. Geil. Sehr geil. Okay. Ja, nehme ich. Dankeschön. Der Kampf war sowieso voll ätzend. Also gerne. Ja, den Sieg nehme ich gerne. So, jetzt checken wir noch mal kurz den Shop ab. Und dann war es das für diesen Part. Und wir sehen uns dann wieder erst, wenn der nächste Charakter frei revealed wird. Ich hoffe ja immer noch, dass es Crash Bandicoot ist. Das ist so einer der Charaktere, auf den ich mich hier freuen würde. Mein Gott, habe ich viel Geld. Ich hätte gern die beiden legendären. Ja, sag ja, und Summer Center. Ist das Leon aus Resident Evil? Okay, wann ist Resident Evil hier vorhanden in dem Spiel? So, dann ruhe ich mir noch ein Ticket für nächste Mal. Cool, alles klar, dann ja, war's das schon wieder für diese Folge, ne? Und wie gesagt, wenn der nächste DLC Charakter enthüllt wird, dann sehen wir uns wieder, und ich hoffe immer noch, es wird Crash Bandicoot sein oder Sora aus Kingdom Hearts. Das sind die einzigen Charaktere, auf die ich mich freuen würde, sonst bin ich eigentlich wunschlos zufrieden, ne? Meine Lieblingsspiele sind natürlich Final Fantasy, die Tales of Serie und Kingdom Hearts. Meine drei Lieblingsspiele Serien, und ja, Final Fantasy haben wir vorhanden, zwar nicht mein Liebling, ein Charakter aus meinem Lieblingsteil, aber Cloud ist glaube ich sogar besser, weil die Hauptcharaktere in Final Fantasy 6 sind jetzt nicht so, da gibt es nicht wirklich so einen Hauptcharakter, also ja, aus der Tales of Serie ist mir eigentlich vollkommen egal, ob es da irgendein Charakter, aber dann werden sich wieder die Leute alle beschweren, ja, schon wieder ein Anime Charakter mit Schwert, also pff, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Und ja, Sora wäre nicht schlecht, aber das Problem ist, Sora Kingdom Hearts ist Disney. Disney ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger irgendwie zu bekommen. Deswegen, ja, ist halt auch ein bisschen sehr unwahrscheinlich. Das Realistische, was ich denke, könnte noch hier reinkommen, wäre Crash Bandicoot.
weil letztens ist auch erst der vierte Teil rausgekommen. Ich habe gedacht, anstatt Steve wird Crash Bandicoot irgendwie angekündigt, weil die Direct, wo Steve angekündigt wurde, kam so ein paar Tage nachdem irgendwie Crash Bandicoot 4 herausgekommen ist. Von daher wäre das irgendwie so vom Timing her optimal gewesen. Jetzt haben sie irgendwie ihr Zeitfenster verpasst, deswegen ja, glaube ich nicht. Aber man kann ja nur hoffen, ne? Ansonsten wäre mir eigentlich relativ egal. Hauptsache irgendjemand von der neuen Serie, das wäre mir am wichtigsten. So, fertig. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. In dem Sinne sage ich Dankeschön und Tschüss.